Black Myth Wukong ist ein atemberaubend schönes Action-Rollenspiel in der Unreal Engine 5 aus China. Was das mit Zirkusmagie oder Sekiro zu tun hat und warum das Spiel noch einige Hürden nehmen muss, erfahrt ihr hier im Preview-Video. Bevor sich letztes Jahr das Pandemie-Karussell in Bewegung setzte, besuchte ich eine Vorstellung des Cirque du Soleil. Ich hatte noch Tage später Nackenstarre, so gebannt blickte ich den ganzen Abend auf die Artisten. Die tanzten getragen von Musik, Lichteffekten und scheinbar nur Luft unter der Zeltdecke, als wäre es das Einfachste auf der Welt. Genauso erging es mir beim Gameplay zu Black Myth Wukong, dass ihr hier eindrucksvoll in Aktion seht. Das Action-Rollenspiel will aber nicht nur ein Grafikblender sein, sondern choreografiert auch einen mechanisch scheinbar makellosen Tanz. Wir sehen perfekt getimte Paraden, elegante Ausweichrollen und überraschende Zugaben. Die Spielfigur schlüpft in völlig neue Gestalten, duelliert sich mit ganzen Armeen im Himmel oder bietet einem gewaltigen Drachen furchtlos die Stirn. Aber wie beim Zirkus steckt keine Magie dahinter, sondern eisern antrainierte Technik, harte Arbeit und ein Stück weit klug inszenierte Illusion. Die lässt mich nur das bemerken, was ich auch sehen soll. Genauso verrät das bisher gezeigte Gameplay schon eine ganze Menge, mahnt aber gleichzeitig zur Vorsicht. Denn mit dem fertigen Spiel könnte das weniger zu tun haben, als wir uns jetzt vielleicht wünschen. Dieses Video wird euch präsentiert von Diablo 2 Resurrected, das am 23. September für PC, PlayStation, Xbox und Switch erscheint. Und damit ihr auf die überarbeitete und grafisch aufpolierte Version des beliebten Klassikers vorbereitet seid, gibt's auf unserem YouTube-Kanal ab sofort die große Story-Zusammenfassung aller Diablo-Spiele, Bücher und mehr. Wer sich mit chinesischer Literatur auskennt, weiß schon viel über die Story von Black Myth. Denn das Spiel basiert auf dem dort sehr bekannten Roman Die Reise nach Westen. Der begleitet Tunichtgut und Affenkönig Sun Wukong, der allerlei Schabernack mit seinen göttlichen Kräften treibt und schließlich Buße auf einer Pilgerreise tun muss. Diesen beschwerlichen Weg von China nach Indien folgt die Erzählung. Schritt für Schritt nachspielen werden wir sie aber wohl nicht, sondern aus einer neuen Perspektive beleuchten. Laut der chinesischen Trailertexte spielen wir nämlich nur einen Nachahmer des großen Affenkönigs. Und ja, ich sage China, weil ich in Süddeutschland lebe und man das hier nun mal so macht. Sun Wukong steigt am Ende seiner Reise zum Buddha auf und verlässt die Welt damit. Der Affe aus den Videos könnte damit entweder sein zurückgelassener Körper sein oder jemand, der seinem Beispiel folgen möchte. Zumindest begegnen ihm immer wieder überraschte Feinde, die seine Ähnlichkeit zu jemandem bemerken. In einer Szene pariert dann sein scheinbares Spiegelbild den Stab, nur in herrschaftlicher Montur. Wenn das nicht Sun Wukong ist, dann fresse ich eine Banane mit Schale. Der eigentliche Affenkönig könnte damit Lehrmeister, Vorbild oder gar Gegenspieler sein. Auch wenn Sun Wukong damit nicht die Hauptfigur sein kann, wird es wohl trotzdem Abschnitte geben, in denen wir ihn spielen können. Denn Gameplay-Ausschnitte zeigen, wie der Held auf einer Wolke schwebt oder im Stil von Dynasty Warriors ganze Gegnermassen im Himmel verkloppt. Das sind die Markenzeichen der legendären Figur. Vielleicht erlebt ihr bei Rückblicke ja den Aufstieg Sun Wukongs, während ihr ihm nacheifert. Das Gameplay eifert wiederum anderen Action-Rollenspielen wie Sekiro nach, die für ihre knackigen Kämpfe bekannt sind. Der Affenheld von Black Myth kontert gegnerische Schwertstreiche ebenso mühelos wie der einsame Ronin aus dem From-Software-Spiel. Das stoppt die Gegner nicht nur, sondern teilt noch extra Schaden obendrauf aus. Jeder Treffer lässt deutlich sichtbar orangene Funken sprühen und verspricht wuchtiges Feedback. Bei unaufhaltsamen Gegenangriffen wirbelt der Affe mit blitzschnellen Ausweichrollen durch den Schnee und katapultiert sich mit seinem Stab in die Luft. Er bricht die Verteidigung seiner Feinde und vermöbelt sie nach allen Regeln der Souls-like-Kunst. Dieses tödliche Ballett zog mich schon beim Gameplay-Debüt letztes Jahr in seinen Bann. Das neue Interface im zweiten Gameplay-Trailer verrät nun aber weit mehr darüber, wie sich das konkret spielt. Der Held heilt sich per Kürbisflasche, die einen Füllstand anzeigt. Unterwegs sammelt oder craftet ihr also vermutlich den Inhalt. Links unten sind drei Leisten zu sehen: Gesundheit, Ausdauer und Energie. Euer Stamina leert sich, wenn ihr ausweicht oder blockt, während die dritte Leiste von Spezialfähigkeiten beansprucht wird. Mit denen friert ihr zum Beispiel die Zeit für eure Gegner ein, schützt euch kurz durch einen undurchdringbaren Schild oder den schon gezeigten magischen Bannkreis, um euch in seiner Mitte ungestört zu heilen. Das sind alles Kräfte, über die der Affenkönig laut Geschichte verfügte.
Rechts unten seht ihr zudem eure Stabhaltung, die ihr wie bei Nioh wechseln könnt und offenbar auch solltet, um euer Angriffsmuster passend zu Gegnern und Situationen zu variieren. Gelingt euch ein optimaler Konter oder weicht ihr genau richtig aus, füllt sich unten ein Kreissymbol. Das liefert dann Energie für einen besonders mächtigen Schlag. Eure Waffe ermöglicht vielfältige Manöver. Der Affe balanciert auf der Spitze des Stabs, um großflächigem Blitzschaden auf einem zugefrorenen See zu entgehen. Oder schnalzt sich wie ein Stabhochspringer auf Augenhöhe mit einem fliegenden Drachen, um ihm frech aufs Näschen zu hauen. Abseits klassischer Schläge und Stöße lenkt ihr damit auch Geschosse wie Pfeile ab, indem ihr den Stab sehr schnell dreht. Oder ihr werft ihn wie einen tödlichen Bumerang. Die Kombination aus hohem Tempo und Spezialfähigkeiten erinnert an Sekiro. Dort ging es dank Greifhaken und Schnellschussprothese auch deutlich flotter zu als bei Dark Souls. Es kommt vor allem auf gezielte Paraden an, über die man Gegner ins Straucheln bringt. Bei Blackmyth steht dafür blitzschnelles Ausweichen weitaus höher im Kurs. Während in Sekiro meist Stahl auf Stahl klirrt, bleibt der flinke Held von Blackmyth stets in Bewegung, um den wuchtigen Schwerthieben eines unfreundlichen Mitaffens zu entgehen. Bei größeren und weniger menschlichen Gegnern wie dem asiatischen Drachen spielen Timing und Positionierung eine entscheidende Rolle. Der windet sich wie eine Schlange durch die Luft und jagt Blitzangriffe über die Landschaft. Manche Situationen erfordern aber sogar, dass ihr euch verwandelt. Ganze 72 Formen konnte der Affenkönig laut Mythos annehmen. Ein beeindruckendes Arsenal, das das Souls-like-Gameplay ordentlich aufmischen könnte. Denn der Bananenliebhaber aus Blackmyth greift ebenfalls in die Trickkiste. Als winzig kleine Zikade schwirrt ihr unbemerkt an Feinden vorbei. Die sind übrigens ebenfalls Tiere, trotz Verhalten und Kleidung, das man von Menschen kennt. Oder sie sind der chinesischen Mythologie entlehnt, was teils dem Design-Gruselkabinett eines From Software überraschend nahe kommt. Dass der gewitzte Affe sich auch als Statue tarnt und nichtsahnende Feinde von hinten attackiert, spricht für ein richtiges Stealth-System. Vielleicht dürft ihr euch wie in Sekiro auch schleichend an Gegner herantasten und euch so einen Vorteil verschaffen. Als Fledermaus gleitet man zudem deutlich selbstbewusster durch die Lüfte, während ein Felsbrockenwesen Angriffe lässig abprallen lässt und ein Riesenaffe mit den Gegnern den Boden aufwischt. Zumindest für etwa 30 Sekunden, denn alle Verwandlungsskills haben einen solchen Timer. Ihr solltet sie also taktisch im richtigen Moment aktivieren. Übrigens kopiert ihr nicht nur einfache Tiere, sondern auch eure Gegner. Nachdem der Held einen Wolfskrieger besiegt hat, sammelt er seine Feuerlanze ein, nur um sie im Kampf gegen einen Riesenwolf selbst zu zücken. Er verwandelt sich so in die Kreatur und heizt die mit flammenden Hieben ein. Auch die Umgebung beeindruckt. Sie zitiert über verschneite Tempel, dichte Bambuswälder oder ausgetrocknete Wüsten nicht nur die Reiseroute des Affenkönigs, sondern will sich auch spielerisch einmischen. Zumindest zeigen die Videos immer wieder deutlich, wie Dächer bröckeln, steinerne Statuen einstürzen oder Bambus sich vor einer Klinge verbeugt. Ein Teil der detailverliebten Grafikpracht ist also wohl zerstörbar. Und weil so ein Affe nun mal ein wendiger Geselle ist, können auch Fallen und Parkour-Einlagen auf euch zukommen. Im Gameplay sieht man, wie ein großer Steinkopf auf den Helden zurollt, er über Planken springt und klettert oder per Liane einen Abgrund überwindet. Zusammen mit Schleichen, Kämpfen und Dialogen verspricht das angenehme spielerische Abwechslung in der optisch beeindruckenden Kulisse. Also, wo ist jetzt der vorhin beschworene Haken? Das klingt doch alles nach einem spielbaren Traum für Fans knackiger Action-Rollenspiele. Oder nicht? Doch, das tut es. Aber nicht zuletzt auch, weil es sich um einen Pitch handelt. Und zwar nicht nur an uns Spieler, sondern auch an Entwickler. Die will das Studio Game Science aktuell noch anwerben, um dieses ambitionierte Abenteuer in die Tat umzusetzen. Blackmyth Wukong steht also noch ganz am Anfang seiner Entwicklung, in der Pre-Alpha. Die Kinderschuhe der Konzeptphase hat der Affe damit schon ausgezogen, aber weit fortgeschritten ist die Produktion sicher noch nicht, auch wenn diese Begriffe eher vage abgesteckt sind. Einfach gesagt wird in dieser Phase ein Großteil der Inhalte erst entwickelt, nachdem die grundsätzliche Idee und ein spielbarer Prototyp überzeugte. Auszüge daraus dürften die Gameplay-Trailer zeigen. Hier wird oft noch viel umgeworfen. Neue Features werden eingebaut, alte geschnitten oder abgeändert. Dazu passt auch der Wechsel der Entwicklungsumgebung.
Von der Unreal Engine 4 auf die Unreal Engine 5 soll der sich deutlich unkomplizierter gestalten als bei der Vorgängerversion. Trotzdem würde man ihn eher früher als später im Projekt wagen, um unnötige Komplikationen zu vermeiden. Und selbst der für 2023 angedachte Release scheint noch optimistisch. Die Entwickler selbst sprechen nur davon, dass sie sich so viel Zeit lassen, wie eben nötig ist. Bei all der Begeisterung über coole Kämpfe und schicke Grafik sollten wir uns also bewusst machen, dass es noch sehr lange dauert, bis wir Blackmyth wirklich in den Händen halten. Wenn überhaupt. Im schlimmsten Fall ist das Projekt überhaupt nicht realisierbar, wenn der Entwickler jetzt nicht genügend Aufmerksamkeit generiert, um fähige Leute oder Investoren anzuwerben. Schon jetzt drücke ich Game Science aber die Daumen, denn nicht nur das Gezeigte beeindruckt. Auch ein Singleplayer-Erlebnis mit einer Story über mehrere Teile, möglichem Koop und ohne Pay-to-Win-Allüren klingt für mich nach einer Strategie, mit der ich mich sehr gut anfreunden kann.